Ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße euch, wünsche einen schönen guten Abend und sage herzlich willkommen zu unserem Corona-Tagebuch Tag 6 heute. Heute Abend sollte eigentlich im Posthofkeller die Premiere von Sigi und Horst Reloaded stattfinden. Dazu hören wir die nächsten Tage noch einiges mehr. Und im Schauspielhaus sollten heute Adam vs. Eva sich auf der Bühne wieder bekriegen. Das Ganze fällt aus. Auch die Küche wird heute nicht für 200 Gäste im Schauspielhaus kochen. Und der Foodtruck wird auch keine 80 Gäste vor dem Posthofkeller verköstigen. Ist alles heute nicht angesagt. Aber wir haben uns überlegt, was kann man denn eigentlich so machen, wenn man jetzt zu Hause sitzt und jetzt nicht unbedingt nur Fernsehen oder lesen will. Man kann Handarbeiten machen. Und da habe ich was sehr Schönes, ist mir gerade wieder in die Finger gefallen. Ein Gast oder ich sag mal eine Gästin hat uns vor 2, 3 Jahren, was glaube ich, diese wunderschöne Tischdecke anonym leider geschickt, auf der ja ganz viele oder auch alle Shows, die damals in unseren Theatern gelaufen sind, draufgestickt sind. Mit Gobelin-Stichen, also mit feinen Kreuzstichen, sind wirklich alle Shows hier vertreten. Es ist eine sehr schöne Handarbeit, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wissen bis heute nicht, bei wem wir uns dafür bedanken sollen. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, man kann an unserer Spendenaktion teilnehmen. Es gibt jetzt eine Veranstaltung am 3. Oktober, die aber gar keine Veranstaltung ist. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Es ist eine virtuelle Veranstaltung, die nicht stattfinden wird, aber für die man ein sogenanntes Spendenticket kaufen kann, das uns einfach finanziell ein bisschen unterstützt in der Zeit, in der wir keinerlei Einnahmen haben. Wir haben 7 Festangestellte, die Familien haben, die kleine Kinder haben, eine Familie sogar, die kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes steht und die natürlich auch finanziell über die Krise kommen müssen. Und die werden wir, ich sage es jetzt mal ganz salopp, natürlich auch durchfüttern. Ist für uns selbstverständlich und man kann uns unterstützen durch dieses Spendenticket. Das war's, was ich heute zu sagen hatte. Bleibt gesund, bleibt dran, bleibt zu Hause. Bitte nicht wie die marodierenden Banden, die jetzt scheinbar immer noch in den Parks und in den Innenstädten herumstreunen. Ich nehme an, dass wir dieses Wochenende noch die Ausgangssperre kriegen. Dann hat sich das eh erledigt. Wir hören und sehen uns morgen wieder. Tschüssi, macht's gut.